Da sind wir wieder bei der dritten Folge von Stone Valley. Ja, ich freue mich. Drei müssen wir noch besuchen. Das haben wir doch schon gemacht, glaube ich. Oh. An unsere geschätzten Yoyama-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperationen in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurden, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz Yoyagewer-Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Verunfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Yoyo-Kundenzufriedenheit. Alles klar, Morris. Hoppala, ich wollte jetzt natürlich nicht. So, bauen wir mal unsere Pastinaken ab. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dabei haben wir ja schon mal fest wieder fertig gemacht. Haha. Zack, 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 zack. Gießen, gießen, gießen. Voilà. Oh, kein Wasser mehr. Da müssen wir uns Wasser holen. Leute, falls ihr euch fragt, ob ich eine Macke habe, ja, ich habe eine Macke. Was wollte ich jetzt machen? Richtig, ich wollte Fernsehen gucken. Willkommen bei der Elbniske. Oh, morgen wird es den ganzen Tag regnen. Super. Was sind die Geister? Oh, nein, nicht das Wetter nochmal. Nein, ich weiß es. Wahnsinn. Oh. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Ich lege die Pastinaken erstmal ab. Zack. So. Was nun? Fortschritt. Erreiche Hochverbett Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Können wir das noch nicht? Nö. Okay. Gut. Machen wir das doch. Ich frage mich, wo die letzten Trainer sind. Ich glaube, der eine ist halt der Zauberer noch. Wir werden ja noch viele andere noch kennenlernen. Holz hacken. So. Jetzt haben wir ein bisschen Holz gehackt. Den Stein dürfen wir nicht vergessen. Zack. Mein Ziel ist es so ein bisschen täglich was wegzuarbeiten, sage ich mal, damit man mehr Platz hat zum Anbauen. Aber dafür müssen wir auch noch ziemlich viel anbauen. Tiere aufziehen, baue einen Hühnerstall. Ja gut, dafür brauche ich erstmal das nötige Geld. Das nötige Geld kriegen wir ja nur, wenn wir genug anpflanzen. Also werde ich jetzt wieder neue Samen kaufen. Oh! Pelikan Town. Oh, hallo! Was für ein Schandfleck.
Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an, es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ja, das ist traurig. Aber lassen wir das, ich klinge wie ein alter Trottel. Ach, Luis. Der Jura-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Nein, die Stadt könnte das gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Jura-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Nein, seufzt. Hier, lass uns reingehen. Okay. Ja, das sieht sehr gruselig aus hier. Was ist das? Vincent und Jazz und was? Und Jazz müssen hier gespielt haben. Oder Jazz. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich gedachte. Oh, wer bist du denn? Was? Was ist los? Ist hier schlecht? Nein, mir ist nicht schlecht. Ich habe da was gesehen. Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Das war keine Ratte. Das war was anderes. Ein grünes Männchen. Ich mache mir Sorgen um dich, Eisenschelle. Brauchst du aber nicht. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Alles klar, Luis. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Alles klar. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Warum später, wenn ich jetzt? Wenn ich jetzt, wann dann? Oh yeah. Oh. Was ist das für eine Schrift? Okay. Und die Sterne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, diese Schrift gesehen zu haben beim letzten Mal, wo ich das gespielt habe. Bei den Sternen bin ich mir sicher, das hat eine Bedeutung davon, was ich denn da alles so neu renoviere, da von dem Häuschen. Ja. Mal gucken, ich bin gespannt, wie es am nächsten Tag aussieht. Wir brauchen noch ein Geschenk für Luis. Ich brauche Karpfen, um es auf einen schmerzenden Zahn zu reiben. Bitte komm so schnell wie möglich damit vorbei. Okay, wir nehmen den Auftrag an. So, mein Lieber, ich hätte gern. Noch mehr Bohnen? Geld, also und einmal davon. Verurteilt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Landwirtschaft betreibt. Erstmal anpflanzen gehen. Dann haben wir noch genug Zeit, um zu gucken, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen finden, den wir vorher noch nicht gefunden haben. Ne? Genau. So, meine Lieben. Zack. 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 So.
Ah, sieht ein bisschen traurig aus. Oh. Es wird noch mehr. Das wird definitiv noch mehr. Höchstens morgen, wenn ich jetzt die Pastinaken verkaufe. Hey. Hey. Genau. Eine brauche ich aber für das Haus, was wir denn da renovieren. Zack. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Oder wir gehen mal den Zauberer besuchen. Wo ist denn da gerade hochgelaufen? War das gerade. Oh. Lauch. Oh, ich liebe diese Musik, die macht so fröhlich. Kann man einfach eine gute Laune haben. Oh, was ist denn los, Luis? Nein, alles gut. Da läuft alles super. Super. Ich kann mich nicht beklagen. Okay, hier ist anscheinend keiner. Wir besuchen mal den Hausmeister, den Zauberer. Den Hausmeister. Ich glaube, mit dem haben wir schon gequasselt, oder? Okay, dann versuch mal. Hallo. Ah, Bürgermeister Louis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marni. Okay, Marni. Freut mich, dich kennenzulernen. So, jetzt müssen wir nur noch. Fortschritt. Nein. Nein. Nur noch zwei Leuten Hallo sagen. Jetzt gehen wir aber erstmal den Zauberer besuchen. Vielleicht macht er uns ja jetzt mal die Tür auf. Oh, wer bist du denn? Köder? Luxusgeschwindwachs? Boah, wie teuer ist die denn? Tulpe? Gotteslachs. Grüner Plüschstuhl. Seltene Saat. Im Herbst aussehen, braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Interessant, ich habe aber leider nicht genug Geld. Mit dem lilanen Schwein, alles klar. Sehr extravagant. Es ist verschlossen, du kannst aber jemanden daran hören. Mann, was macht denn der da? Kannst du mich mal reinlassen? Unverschämtheit. So, es ist 15:40 Uhr. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden, den wir vorher noch nicht getroffen haben. Ich hoffe es. Ansonsten können wir ja dann mal angeln, weil der liebe Willi braucht ja Karpfen. Hallo. Ich habe deine Mama kennengelernt. Ja, Müllwühl, ist ja auch eine Brille. Schade, da ist nichts drin. Halt mal. Bin ich hier eigentlich schon drin? Hier ist wieder mal niemand, oder? Hallo? Nö. Oh, Leute. Hi. Oh, schüchtern.
siehst. Oh, nein, halt, stopp. Oh, okay, danke für deinen Tipp. Oh, cool, wir müssen nur noch einer Person Hallo sagen. Ich will nicht gießen. Warum sollte ich einen Grabstein gießen? Der wächst doch eh nicht mehr raus, der arme Kerl. Oder die arme Dame. So, jetzt gehen wir mal wieder an den Strand, vielleicht können wir mal wieder ein paar Muscheln sammeln. Oh, hey, na? Ahoi, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht sehr häufig. Ja, das stimmt. Wieder keine Muscheln? Schade. Ist ja blöd. Na gut. Dann gehen wir mal wieder ins Bett. Oder wir bauen noch ein bisschen was ab. Ich habe ja noch ein bisschen Energie. Kann auch noch meinen Energieriegel hier nutzen. Jupp. Zack. Können wir noch mal ein bisschen was abbauen. Ein bisschen Hofarbeit tun. Oh, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Habe ich mit dir schon geredet? Weiß es nicht. Stimmt, ich habe ja schon mit dir geredet. Tut mir leid. So. Okay. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen was abbauen. Die können wir ja leider noch nicht abbauen. Hey, bau ab. Zack. Oh Mann. Meine Kasse sieht echt nicht gut aus. Vielleicht sollte ich einfach nur nachhelfen mit den Steinen, die ich jetzt hier abbaue und den Holz. Verkauf es dann. Ich schätze, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Gibt es ein bisschen mehr Geld in der Haushaltskasse? Oh, schon 20 Uhr. Es wird dunkel. Hallo? Wer steht da so? Halt, stopp. Der soll nicht da umfallen. Okay, dann müsst ihr da bleiben. Ja, ist ja gut. Oh ja. Oh, wer bist du denn? Oh, es kann nicht. Okay. Gut, ab zum Verkauf. Zack. Zack. Zack, zack. 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 Lauch bald ich mal. Ne Lauchzwiebel. Ne Lauchzwiebel. Ne Lauchzwiebel. Gottes Lachs. Gute Nacht. Alle miteinander. Yeah! Hofarbeit Stufe 1. Nice. Wow. Ui. Oh, der gibt aber Money. Hätte ich mal früher machen sollen mit dem Holz. Wow. Okay. Na 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 na. Es regnet. Oh, ich habe Post. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab?
Meine Gemeinschaft befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar. Hat uns der Zauberer jetzt eingeladen? Ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Ja, M. Rasmodius Zauberer. Cool. Das, meine lieben Freunde, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Oh, wir haben noch eine Pastinake. Super. Alles klar, meine Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.